Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg nach wie vor mit Isengard. Das sieht alles sehr gut aus und dann schalte ich auch gleich um. Ich hoffe, das passt. Phase beenden. Ja, manchmal muss man verlieren, um auch etwas gewinnen zu können. Das gehört nun mal dazu. Und ohne boah, es riecht so stark nach Kuchen. Kuchen. Ist echt schlimm. Kuchen, Kuchen. Ich liebe Kuchen. Kuchen ist geil. Nicht jeder Kuchen, aber der Kuchen, der jetzt hier gerade rumgebacken wird, der wird wahrscheinlich richtig heavy. Richtig geiler, heftiger Kuchen. Nicht der Superkuchen, kein Plüschkuchen oder so, aber Kuchen. So, ich kann Dol Guldur einnehmen. Das wäre eine Bombenfestung, wenn wir die hätten. Ich könnte es nochmal versuchen, hier runter zu rennen. Aber der hat hier 4 Bataillone aus Gondor, Bogenschützen, Soldaten, Rohan, Eowyn, Aragorn, Boromir, blubblubs. Und ich glaube, ich hole mir erstmal die Festungen, die ich auch einnehmen kann. Hier hat es nämlich nur Orks. Drogoth. Dann, ich habe Bogenschützen. Und ich habe Lords. Nee, das geht. Ich renne oben lang. Dann greifen wir jetzt hier an. Greifen dort an und schauen mal, ob wir hier angreifen können. Und dann weiß ich noch nicht. Oh ja, die können wir ausrüsten. Das ist gar nicht das Dümmste. Oh, so viele Kriegsschauplätze. Ich speichere erstmal. So, okay. Das hat mir jetzt nicht viel Zeit geschafft, aber holen wir uns Fornost. Fornost müsste eine Festung sein, die ich jetzt relativ problemlos erobern sollen könnte. Können sollte. Wie auch immer. Und anschließend Dol Guldur. Ich habe halt im Ringkrieg mit Angmar festgestellt, wenn man sich die Festungen krallt und die verteidigt, hat man sehr gute Chancen, die KI zu bündeln und somit zu vernichten. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja, der hat immer Hunger. So, dorthin, in Position und dann dorthin. So, das Gasthaus nehmen wir ein. Das gehört jetzt mir. Wer weiß, ob ich es brauche, aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Eine ähnliche Politik verfolge ich auch mit meinen finanziellen Mitteln, wenn man so möchte. Ja, kommt hin. So, nachdem man mich so herzlich einlädt. Ja, Gollum interessiert mich nicht. Ja, jetzt wo wir alle drin sind, macht das Türsche zu. Das könnte funktionieren, wenn ich nicht ausgerüstete, super starke Mega-Einheiten hätte, die ihm einfach komplett auf die Fresse geben. Ja, dann entkommt der Baumeister halt erstmal kurz. Ist es jetzt so schlimm? Nein, er entkommt nicht. Er ist tot. Will jemand sterben, wolltest du mir fragen? Ja. Es riecht wirklich so schlimm nach Kuchen. So viel Kuchen, Mann. Sind halt leider keine Wargreiter, sondern Wolfreiter. Also Bestie 10 ist kein so guter Skill, habe ich das Gefühl. Im Mirror-Matchup geil, aber dann wird auch wohl kaum einer Warge spielen, wenn Sharko auf dem Feld ist. Also den Skill muss mir mal einer erklären, inwiefern der nützlich sein soll. Kommt mir nämlich unglaublich unnützlich vor. Aber okay. Was ist denn da? Das ist niemand. Ihr werdet
So. Gut, nachdem ich jetzt Kohle habe, können wir hier uns aufbauen. Nicht, dass ich es noch brauchen würde, aber machen wir einfach mal. Ah, wir sind gruselig. Wenn plötzlich ein Warg vor euch stehen würde, also ich hätte wahrscheinlich tierisch Schiss. Ihr wisst, was zu tun ist. Piu, piu, piu. Wie wäre es, wenn ihr nicht sterbt? Na, wie wäre das? Na, die Krähbeine sind immer noch da. Früher dachte ich immer, die heißen Kerbian. Aber sie heißen nicht Kerbian. So. Warge Grube, wo ist denn da der Eingang? So. Ihr wisst, was zu tun ist. Noch mehr Uruks kommen aus den Gruben. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert hat. Tschüss. Noobfeind und das war's. Wenn nicht, hat er ein Problem. So viel dazu. Kein Problem für unseren Feinde. So, wir haben eine Festung erobert. Sehr schön. Gleich mal eine Sicherheitskopie machen. Yay! Sehr gut. Boah, dann greifen wir da noch an. Haben wir noch ein paar böse Schlachten haben wir definitiv noch vor uns. Bin ich nach Uruk-hai eigentlich mit allem fertig? Ich glaube, die Elben fehlen noch. Aber ansonsten müsste ich alles haben. Ja, die Elben müssten noch fehlen. Und dann bin ich fertig. Oh ja, der Saruman, der kann ja mit dem Fürst, sorry, Sultan Abdul, der kann ja da alles kaputt hauen, wie er will. Der ist ja, vielleicht, nee, so machen wir das, ja genau, also da, die können angreifen gehen, während diese hier das Zeugs holen. Und ihr geht so lang. Nur um sicher zu sein, dass ich nicht wieder flankiert oder so Mist werde. Stehe ich nämlich gar nicht drauf. Flankenangriffe sind echt böse. Perfekt. Und es riecht noch immer krass nach Kuchen. So. Ja, niemand widersetzt sich dem Willen Sarumans. So. Das wäre doch mal interessant. Dankeschön. Jetzt gehören diese Menschengegner uns. Wir werden den Gegner so auseinandernehmen. Das werden wir machen. Nichts wird uns aufhalten. Niemand kann uns trotzen. Der Sieg ist nahe. Sklaven meines Willens. Unsere Zeit ist gekommen. Zwei schaffen es halt durch. Egal. Macht euch bereit. Isengard wird siegen. Wir haben viel zu tun. Ein Gebäude fertiggestellt. Ihr tatet gut daran, euch hier anzuschließen. So. Gehört alles mir. Gold haben wir auch rausgeholt. Da war irgendwo ein Held.
So, dann Erfahrung. Verkleiden. Ich weiß nicht, inwiefern Verkleidung nützlich ist, aber gut. Boah, lass ruhig. Spielt alles keine Rolle, der Gegner ist so tot. Toter geht's fast mehr. Obwohl ihr guten Schaden auf den Schmelzofen macht. Na, Halleluja, das nervt aber. Egal, ist nur ein Schmelzofen, kann man neu aufbauen. Festung wäre schlimmer. So, gib Geld. Das Schöne ist, das kann der aus der Entfernung. Und der gibt jetzt... Boom! Der Gegner hat kein Geld mehr übrig. Deswegen kann ich auch nichts mehr rausholen. Ja, nee, das ist GG. Deckt der eigentlich auch Getarnte auf? Nee. Aber das wäre cool, wenn man den Paladin... Obwohl, das weiß ich nicht. Das steht hier nicht dran. Aber stellt euch mal vor, gegen... GG. Gegen Elben oder so. Die jetzt diese getarnten Elfen... Elben haben. Elbenkrieger. Diese Düsterwald-Bogenschützen, glaube ich, sind das. Oder auch die Waldläufer. Wenn man die damit aufdecken könnte, wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Wäre gar nicht mal so schlecht. So... Hier greife ich noch an. Ich glaube, ich werde ein, zwei Schlachten noch verlieren, aber im Großen und Ganzen sieht das jetzt gar nicht so schlecht aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich mir am Anfang schwieriger vorgestellt. Vor allem, nachdem wir die letzten, ich glaube, zwei... Machen wir mal einen auf Warg weiter hier. Ja, das Gebäude. Das stimmt. Ja, dann haut's doch mal kaputt. So, Warggrube. Passt. Ah, das ist ja schön. Hier hat es doch auch irgendwo ein Gas. Ja, da. Ah, das hole ich mir später, das Ding. So. Na, ob die so mächtig sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, du baust da. Also er denkt, er ist fertig und ich denke, dass der da überhaupt mal ein Gebäude gebaut hat. Frechheit. Geht ja mal gar nicht. Ich meine, ich bin jetzt nicht der stinkigste Stinkstiefel-Chef, den man sich vorstellen kann, aber ich sag halt, er soll da bauen. Er baut's gar nicht. Ich will wissen, wie weit's geht und er sagt, ich dachte, wir seien fertig. Sauerei. Das ist ja fast schon... Ja, so nicht. So ja mal gleich 10-mal nicht. So, Warg weiter. Was ist das da? Vergiftende Worte. Hinterhältiger Angriff. Boah. Grabunhalde.
So, Wargreiter. Ganz unbezwingbar sind sie nicht. So. Ah, das haben sie, das hat's überlebt, sehr schön. So, hab keine Kohle mehr. Sauerei. Welches Gebäude? Achso, das ist in der Mitte. So, es bringt natürlich nichts, Schütti Feuer aktiviert zu haben. Auch wenn es eine passive Fähigkeit ist, aber egal, ihr wisst schon. Wenn ich dann keine Sägewerke baue, das ist dann natürlich Schwachsinn. So. Bauen wir das mal hier hin. Dann greifen wir da an, dann greifen wir da an, dann greifen wir da an. Okay, okay, okay. Ich habe keine Festung. Nein, ich brauche keinen Anlegeplatz. So, hat er das? Ja, sehr schön. So, Belagerungswerke bauen. Wie viel Geld bringt die denn jetzt eigentlich ein? 26? 26. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. So, Wagreiter. Ne? Schaffen wir hier noch was oder verlieren wir jetzt doch? Na toll. Schauen wir mal. Kammer, hat der hier irgendwo Bäume? Da hat's ein paar. Kann ich mir nicht holen. Hier hat's ein paar. Besser als nichts. Ja, dann hau halt ab. Ja, den Ring brauche ich jetzt nicht. Das passt so schon. Solange ich hier. Der baut hier so Turm, so ein Turm, eine City, Dingsbums. Aber das ist alles voll egal. Überreitet die Blödköpfe doch einfach mal. Na also. Und der haut gut auf den Grabhügel drauf. Ist ein Grabhügel, oder? Oder heißt es Grab Unhold Gruft oder so ein Schwachsinn? Grab Unhold Gruft, das heißt tatsächlich Grab Unhold Gruft. Wie auch immer. Ich würde mal sagen, das schaut ganz gut aus. Au! So.
Keine Ahnung, wie er das noch gewinnen will, aber das schafft er mit Sicherheit nicht. Ja. Ich weiß nie warum, aber immer wenn ich hier hinschaue, sehe ich Trump. Ich meine, der schaut, wenn man genau hinschaut, nie so danach aus, aber irgendwie sehe ich da immer Trump. Keine Ahnung. Prima Schlangenzunge hat als Icon dieses Whisper-Dingsbums-Labarash-Zeugs und ich sehe da immer Trump. Kann ich nichts dafür, tut mir leid, Donald, kann ich nichts dafür. So, hier kurz speichern. Sehr schön. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.